Warum hast du. Ach du, ihr habt die pontischen Spähpanzer an Weihwegen und so weiter. Ja, verstehe. Deswegen habt ihr euren Kram ausgezogen und ihr habt es natürlich, weil niemand euch gesagt hat, dass ihr sie wieder umwechseln sollt, den Quatsch auch wieder angezogen. Verstehe. Weil es einfach so viel Sinn macht. So, du kriegst jetzt einfach nochmal Schild und eine Waffe in die Hand. Du kämpfst mit deinem Speer. Du nimmst doch einen anderen Speer mit in die Hand, weil Speere einfach funktionieren oder so. So, einen zweiten Schild. Du kannst eh kein Schild tragen. Kannst aber ein gutes Schwert und ein gutes Schwert tragen. Kannst auch ein Dolch tragen oder so? Nein. Dann hast du zumindest schon mal eine zweite Waffe. Weil du kämpfst normalerweise mit einem Speer und einem Dolch. Auch interessante Variante. Und ich gebe ihnen eine zweite Ausrüstung für den Fall, dass sie gerade die erste Ausrüstung verlieren sollten. Oder Probleme damit haben. Haha. Ich sollte euch als Zweitausrüstung auf jeden Fall die Möglichkeit geben, zu heilen. Das ist viel wichtiger, als dass ich euch nochmal zusätzliche Waffen in die Hand drücke. Ja, du bist ein Zweihänder. Wuchtschaden. Du willst lieber eine Heilung dabei haben. Du hast hier schon eine Heilung, das ist gut. Du hast eine Heilung. Als Sekundärdings hast du eine Heilung. Du nicht. Okay, das passt. Dann bist du der einzige Charakter, der quasi nicht heilen kann. Und heilen meine ich im Sinne von Verblutungen stoppen und Charaktere retten, die gerade am Sterben sind. Ja, das ist vollkommen okay. Muss ich mit dir noch reden? Irgendjemanden? Mission erfolgreich, wir können heilen. Erobert. So wollte ich das sehen. So, dann haben wir hier drüben nochmal einen Steinbruch. Bedeutet, wir können hier mit 10 Sklaven und 75 Denari Dinge bauen. Das würde ich gerne machen. Wir können hier für 15 Medizin 100 bis 300 Denari bekommen. Ist auch sehr schön. Wir wollen auf jeden Fall mal ganz kurz hier rein, weil wir haben ja einen Verletzten, der muss in das Hospiz. Dieser Charakter ist mit Triage beschäftigt. Ah, okay. Jetzt ist es nicht mehr. Und wie ich heute schon auf Twitter kundgegeben habe, ich hätte auch mal wieder richtig Lust, Kerbal Space Program zu spielen. Hab aber da das Problem, ich habe keine Lust, die ganzen Mods rauszufinden und vor allem rauszufinden, wie ich die Mods überhaupt nicht besiege. Machen kann. So, ich glaube, zu dem Meilenstein will ich auch nochmal, weil der gibt Erfahrungspunkte. Diese Sägemühle
Möchte ich auch haben, weil Ressourcen sind Ressourcen. Wie viele Legions haben wir jetzt nicht noch? Moment, Legion momentan nicht verfügbar, ist klar. Nur noch 2300 Mann statt 300.000. Das ist ja schön. Was haben wir hier? 3200. Den Vorposten wollen wir auf jeden Fall angreifen. So, wer darf? Ich würde behaupten, du darfst. KSP, KSP. Boah, so lange nicht mehr gespielt. Die früheren Versionen waren so gut. Ja. Und ich grab es immer wieder aus. Ich grab es immer wieder aus. Nein, Legionsmoral nicht, aber. So. Wir werfen ihn wieder. Aus eigener Kraft. Ach, das mal. Ein Manipel bricht ein. Nein. Ja, wir müssen es so machen. Weil ich möchte jetzt nicht das. Ach komm, wir versuchen es mal. Centuriones Moelia! Und eine Runde feiern. Sinite milites exultare! Das Problem ist bei den ganzen Mods ist halt rauszufinden, wer jetzt tatsächlich wieder welche Mods machen überhaupt noch Sinn, weil von vor 3 Jahren die Mods, ob sie noch existieren, weiß ich nicht. Dann das nächste ist, wie funktionieren die Mods? Bei einigen musst du auch selber Skripte schreiben, bei einigen nicht. Andere sind einfach nur Assets. Und dann wieder 2022 soll KSP 2 rauskommen. Macht das überhaupt noch Sinn? Ich habe da kürzlich mal reingeschaut. Ich war so verwirrt, welche Teile sind welche Größe, was passt zusammen und hä? Ich habe aber auch nie mit Mods gespielt. Immer schön, wenn ich da. Ich habe tatsächlich sehr viel Vanilla. Oh, klasse, der ist unglaublich befriedet. Sehr viel Vanilla gespielt. Legion ist momentan nicht verfügbar. Jetzt ist Legion verfügbar. Ich reiß auch mal darunter. Sehr, sehr viel Vanilla gespielt, aber auch ein paar Sachen mit Mods gespielt, aufgrund dessen, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, Dinge zu machen. Okay. Ich dachte eigentlich, ich müsste noch bis zum Dings hin. Und auch da bin ich ein schönes Stück weit gekommen, aber nie wirklich so weit, wie ich eigentlich hätte wollen. Du hast eine 1% mehr Überlebenschance, dich nehmen. Quemformation im Capere de Bemus. Wir nehmen die Verteidigung. Atium Latius Expendit. Commodo in pugna procedere de Bemus. Dann nehmen wir nochmal die Pila. Grazie Pila. Ach ja, das aber mein Liebling ist mal wieder dran. Dann bleibe ich stehen. Wir haben gewonnen. Knapp, aber wir haben gewonnen. Wir wollen gute Moral. Du hast gut Erfahrungspunkte gesammelt. 14 Didari, 3 Sklaven, 7 Rationen. Wurde gänzlich vernichtet, tatsächlich sogar. So, jetzt müssen wir sie nur noch befrieden. Ach ja, und das hier müssten wir dann auch irgendwann mal machen. Machen wir erstmal den einen Part hier. Halt. Friedung Berglager, sprecht mit eurem Primus Pilus. Ja, ist okay. Also, Raumstation versprit in den Kerbin Orbit geparkt und dann direkt Flug zum Moon bei Armstrong Memorial in den Länder hingestellt, weil das muss sein, und dann weiß Zeugs zum Mars geschafft. Letzteres habe ich tatsächlich selten gemacht. Also, Moon und Minimus, kein Thema.
Aber meistens danach so, okay, und jetzt muss ich das und das und das. Und eigentlich habe ich in Vanilla keine große Lust, noch bei der Rakete zu starten, weil ich muss das Ganze selber steuern. Ach, das ist so aufwendig. Ich habe halt immer gesandboxed. Ich mag die Assistant News. Ich mache grundsätzlich meistens Karriere. Heute lächelt Fatula auf euch herab, als ihr auf einer staubigen Straße entlang reitet. Deckt ihr ein farbenfrohes Zelt. Ihr beschließt euch vorsichtig zu nähern. Ihr findet ein kleines Lager, das offenbar in Eide verlassen worden ist. Vieles zurückgelassen worden. Nein, diesmal gehen wir mal weiter. Es ist unwahrscheinlich, dass die rechtmäßigen Besitzer zurückkommen werden, bevor die Banditen sogar willige Tiere über das Lager erfallen. Aber wenn schon jemand diese Sachen stehlen muss, werdet dies ihr nicht sein. Eure Hände sind nicht vom Verbrechen eines Diebstahls besudelt, als ihr eure Pretorianer zurückkehrt, um eure Reise fortzusetzen. Ich habe das hauptsächlich mal gemacht, weil wir die Entscheidung noch nie getroffen haben. Sachen freiwillig zurücklassen. So, du kannst weitere Ziele markieren. Wirkt scharfsichtig auf sich selbst. Voller Fernkampfschaden, egal in welcher Entfernung. Das ist schön. Plus zwei optimale Reiche. Mehr optimale Reichweite. Ich mag mehr optimale Reichweite. Feinde rücken an. Ihr und eure Prätoraner und so weiter und so fort. Ja. Wo rücken sie denn an? Ach, da schon wieder. Ja gut, das wird schon passen. Gerade das Selbststeuer mag ich. Ja, ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt das erste Mal eine Rakete ins All schicke, einfach nur, um rauszufinden, wie es funktioniert, ja. Wenn ich jetzt aber die gleiche Rakete, weil sie einfach ein guter Träger ist, das siebte Mal hochgeschossen habe, und ich immer wieder das Gleiche mache, wird es irgendwann langweilig. Aber ja, es gibt quasi Kundschafter so viele Arten, haben ein Lager mit griechischem Feuer in der Region gefunden. Zu unserer Überraschung scheint es bewacht zu sein. Von wem? Sie scheinen gut bewaffnet zu sein, aber wir wissen nicht, für wen sie arbeiten. Und es ist ein Lager, welchen Zeit griechisches ist. Feuer ist eine mächtige Waffe und wird mit Sicherheit aus gutem Grund bewacht. Im Grunde wartet diese Waffe nur auf ihren Krieger. Wir sollten nicht. Ich bin mir sicher, dieses Lager ist nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ist es nicht. Unsere Kundschafter haben offenbar versagt. Es wird nicht wieder vorkommen. Menschen machen Fehler. Sorgen wir dafür, dass nichts Schlimmes daraus entwickelt. Kümmert euch darum. Ich will euch persönlich dafür verantwortlich machen. Ja, ich weiß. Aber solche Fehler kosten in der Regel Leben. Was denkt ihr, wie wir das zerstören können? Es explodiert bei Kontakt mit Feuer. Einige gut gezielte Fackeln sollten ausreichen. Oder einige Brandpfeile. Ich würde mich dagegen aussprechen, es mit Schwertern zu traktieren. Direkt daneben zu stehen, wenn es explodiert, wäre wenig weise. Ja, das klingt danach. Kümmern wir uns um dieses Lager. So soll es sein. Ein kleiner Trupp eurer Prätorianer sollte sich dieser Mission annehmen können. Ave legate! Deswegen benutze ich SSTOs. Du kannst zwar dasselbe SSDO verwenden, aber sobald sich das Gewicht der Ladung ändert, ist der Aufstieg immer anders. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist halt tatsächlich immer eine gewisse Sache, aber auf der anderen Seite, wenn du eine Rakete hast, wirst du, oder wenn du einen Träger hast, wirst du nicht hingehen und das Gewicht so viel verändern wollen, dass es tatsächlich problematisch wird, behaupte ich. Und wenn du mit dem großen Gewicht gerade so in den Orbit gekommen bist, weißt du, aha, jetzt darf es nur noch weniger werden. Und wenn du irgendwann nur ein ganz kleines bisschen quasi in den Weltraum schießen willst, hat der Träger halt zu viel. Kommst du im schlimmsten Fall zu deiner Raumstation inklusive deiner Trägerrakete und ja, dann wird's interessant, was du mit dem Träger machst. Hier lagern oft Reisende, die auf dem Weg durch die Berge Schutz vor dem Wind und Wetter suchen. Betreten wir das Berglager. So, ich brauche dich. Ich brauche dich. Achso, du
bist jetzt nach ganz unten gerutscht. So macht das Sinn. Ich wüsste jetzt... Wenn ich wüsste, wer mit welcher Waffe ausgestattet ist, ich kann mir das nicht merken. Und mit SSDOs kannst du halt Drifts in Sachtkreide machen. Ja, das stimmt. So. Warum stehst du da oben? Das macht keinen Sinn. Wir haben einen Bogenschützen. Zwei. Nein. Stachelfall, Feuerfall. Wir haben insgesamt 5. Du hast keinen Feuerfall. Du kannst keinen Feuer. Ach, verdammt. 2 Feuerpfeile. Ja, gut. Es sind weniger als erwartet. Da hinten ist das Zeug, was wir heranschießen wollen. Zum einen das da. Du warst der Typ mit dem Feuerfall. Das ist gut. Nein, du hast Stachelfall. Du bist Feuerfall. Das heißt, wenn ich als erstes... Wo ist mein Feuerfall? Da. Als erstes quasi hier drauf schießen, müsste erstmal da viel Spaß rein. Alles klar. Erfolgschance 0 bis 5. 0%. Kein Ziel nicht da. Was? Warum? Ich mache es trotzdem. Das war jetzt nicht sehr viel, was da passiert. So. Du bist mein Watchtower. Bewege euch nicht so tief. Wir haben da einen Plänkler. Fernkämpfer haben wir jetzt hier nicht so viele. Da hinten haben wir, glaube ich, einen Heiler. So, du bewegst dich bis nach da. Ich glaube, dann bewegst du dich auch noch mal einen Schritt nach vorne. Nee, wir wollen jetzt noch nicht locken. Jetzt kommt zwei des Grüßen. Prozent. Ich glaube trotzdem. Ja. Xenonauts oder sowas wäre auch eine schöne Sache. Oh nein, der Leitner hat mir aufgenommen. Das mag ich nicht so lustig. Eigentlich müsste ich euch im Zielbereich haben. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Ah. Zielbereich nicht so weit. Verstehe. Kann ich dich da... Ja. So, ferner Schuss betrifft mehrere Ziele. Wirkt entdeckt auf Hexfelder, ja. Reichweite 12. Schnellschuss, locken. Kann Ziel nicht sehen. Schnellschuss reicht so nicht, also muss ich den annehmen. Damit ist er zumindest jetzt nicht mehr ganz so schnell. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Ich merke schon, ich habe genügend Zeit, um irgendwo runterzuklettern. So, nehmen wir diese Fackel auf. Be right back, alles klar.
und schmeißen die doch. Vielleicht war es auch keine so sinnvolle Idee, die Fackel da schon mal hinzuschmeißen, wo wir gleich nochmal langlaufen müssen. Ach, egal. Will schon alles gut gehen, sagte der Taktiker und trat in die Falle. Ach, dann gehst du einfach da drin, komplett in Deckung. Jetzt da rüber und nimmst da die Deckung rein. Du rennst da rein. Ach, im Zweifel haben wir doch Wasser, das ist ja angenehm. Wäre auch eine Idee, das griechische Feuer einfach zu verwenden, bis es leer ist.